Der LXDE Desktop bietet euch von den Funktionalitäten her Vergleichbares wie der Mate Desktop. Er braucht aber etwas weniger an Ressourcen, also ab 500 MB RAM läuft der LXDE Desktop recht flüssig. Es gibt einige Unterschiede, am besten schaut ihr euch beide Videos an zum Mate und zum LXDE Desktop. Dann entscheidet ihr, welcher euch besser gefällt. Es gibt also hier die Auswahlmenüs, die Lernprogramme, wie gesagt, Funktionalität, Umfang, alles dasselbe, sieht halt nur ein bisschen anders aus. Office-Pakete sind hier erreichbar, Behindertenfunktionalitäten für sehbehinderte Anwender zum Beispiel sind auch die gleichen. Bei den Systemwerkzeugen sieht es ein bisschen anders aus, ihr habt nicht so ein Center, wo alle Funktionen auf einmal angeboten werden, sondern ihr müsst euch hier entscheiden, was ihr möchtet, Drucker einstellen, Software nachinstallieren, Passworte vom Benutzer ändern, aber die Funktionalität, wie gesagt, ist identisch. Bei den Preferences genauso, auch hier müsst ihr dann Spracheinstellungen ändern, Bildschirmeinstellungen für einen zweiten Bildschirm oder Beamer kann man mit Aranda ändern. Und ihr habt dann hier unten eine Startleiste, da sind schon die wichtigsten Programme vorbelegt. File Manager, ein kleiner Browser, der Firefox Browser, ein Terminal, hier zu minimieren der Fenster. Hier unten sind dann Leisten für Lautstärke, Batterie, LAN, WLAN Einstellungen. Wenn ihr weitere Tastaturen braucht, mit der rechten Maustaste auf das Logo und dann könnt ihr hier mit hinzufügen. Darunter liegen dann noch weitere Tastaturen, da könnt ihr also dann hier auch entsprechend noch weitere spezielle Tastaturen hinzufügen. Und mit der linken Maustaste schaltet ihr dann jeweils um. Zum Ausschalten habt ihr hier oder hier für Logout die Funktionen, ist also sehr intuitiv zu bedienen. Wenn man sich abmeldet, gibt es auch hier die Optionen komplett herunterfahren, neu starten, Ruhemodus, umschalten auf einen anderen Benutzer, Bildschirm abschließen, also Lockscreen, um mit Passwort nur wieder hin später das zu starten oder Logout, um zum Anmeldebildschirm zurückzukommen. Ansonsten, wie gesagt, müsst ihr euch selber überlegen, welcher Bildschirm für euch am sinnvollsten ist. Mir persönlich gefällt Mate jetzt besser, ist etwas aufgeräumter, moderner, aber dafür ist LXDE halt schlanker. Danke und viel Spaß beim Lernen.